uns eigentlich schon ziemlich lange wirklich aufmerksam geworden. Das ist das famose Rennen in Kerpen. 7 warst du da, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Oder vielleicht 8, irgendwie so um den Dreh. Ich glaube schon 11. Echt? In den Dreh? 10 war ich. 10, 97, dann war es. Ja. Ich weiß nicht mehr. Er war auf jeden Fall noch etwas kleiner und schon unterwegs. Und seitdem kenne ich oder bin ich im Prinzip auf ihn aufmerksam geworden. Die Nähe durch den Gerhard Noack, der ihn ja auch gefördert hat, genauso wie mich zu meiner Zeit, war natürlich auch easy, den Kontakt zu halten und immer wieder sich zu treffen. Was ist dir da bei dem Rennen aufgefallen? Ja, das Rennen war insofern besonders, dass er der Einzige war, der im Regen mit Slick vorne fahren konnte. Es waren, ich weiß nicht, verschiedene Jungs unterwegs mit Slicks. Es fing plötzlich an zu regnen. Alle, die mit Regenreifen waren, waren vorne, bis auf er. Er konnte praktisch im vorderen Feld mit den Slicks fahren. Und das ist schon eine außergewöhnliche Gabe. Und wenn man sowas sieht, dann kann man sagen, da ist sehr viel Talent dabei. Hast du das auch so erlebt? Wusstest du, dass Michael dabei steht? Und ich habe das Rennen ja angewogen. Also insofern. Natürlich, also ich weiß noch ganz genau. Also natürlich für alle Kinder. Ich meine, wir waren damals 7 bis 11, 12 Jahre alt. Und ich weiß noch, da waren über 100 Starter. Und gerade zum letzten Lauf, weil er eben kam, um die Flagge zu schwenken und uns dann auch allen den Pokal zu übergeben. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Und dann war es schon eine Leistung, ins Finale zu kommen, weil eben sich nur 34 qualifizierten. Und ich stand dann ganz weit vorne und weiß noch ganz genau, der Rennleiter hat uns dann nach vorne geholt. Michael stand daneben und voller Ehrfurcht habe ich dann aus meinem kleinen Helm geschaut. Und dann fragt er so in die Runde, meinte, es ist okay mit dem Wetter und so weiter. Dann sage ich, ja, wenn es so bleibt, könnte es gehen, aber es wird glatt. Und manche haben sich dann eben auf Regenreifen haben sich entschieden, auf Regenreifen zu starten. Wir sind auf Slicks gegangen, weil wir gesagt haben, no risk, no fun. Ging in die Hose, wenn man das Resultat ansieht, bin aber trotzdem noch Zweiter geworden. Also war schon ein sehr gutes Rennen. Also es war der Held, wie angesprochen, gerade bei dem NRW Cup, der ausschließlich in Kerpen gehalten wurde, also eine Meisterschaft, 4 oder 5 Rennen im Jahr. Und für alle Kinder war dann das Highlight, wenn eben der Michael kam zum letzten Rennen, um uns zu ehren. Und von daher war, glaube ich, für die meisten Kinder am Platz, auch für mich, der Held. Und er hatte auch die Poster und so weiter an der Wand. Die haben sich dann später, so im Alter mit 14, 15, wenn man vielleicht auf andere Gedanken kommt, ein bisschen verändert. Welche? Sind ein bisschen runder geworden, waren keine Autos mehr, haben sich nur noch auf die Menschen konzentriert. Aber klar, ich meine, man hat immer aufgesehen und von daher war es schon was ganz Besonderes, ihn so früh schon kennenzulernen. Und wie gesagt, voller Ehrfurcht. Man weiß dann gar nicht, weil das ist ja der im Fernsehen da die Rennen gewinnt und alle wegfegt. Und mit dem spreche ich jetzt gerade. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ist ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich denke, habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Und gerade so Sachen wie auf dem Platz, ich glaube, haben wir ähnlich viel Spaß und genießen wir beides. Ich glaube, in dem Moment, wo wir eben schon über das Kartfahren gesprochen haben, über die Gabe unter extremen Bedingungen sich durchzusetzen, sich präsentieren zu können, keine Fehler zu machen unter schwierigen Bedingungen. Das ist schon mit immens viel Talent, was da vorhanden sein muss. Und das hat er, glaube ich, in all den verschiedenen Klassen immer wieder unter Beweis gestellt. Er hat es ganz speziell unter Beweis stellen können im letzten Jahr mit einem doch nicht unbedingt konkurrenzfähigen Auto in gewissen Situationen, wo das Auto halbwegs ihm die Möglichkeit gegeben hat, da Rennen zu fahren wie in Monza, die außergewöhnlich waren, und er stellt es immer wieder unter Beweis. Also insofern ist, glaube ich, was seine Fähigkeiten angeht, überhaupt kein Fragezeichen mehr zu stellen, sondern ganz einfach der Werdegang zu beobachten, wann und wie die Entscheidungen für ihn getroffen werden, weil das ist sicherlich auch ein Punkt, der wichtig ist, um dann später das Ziel, den Weltmeister mal erreichen zu können. Wir alle waren und sind von unseren Autos abhängig und damit steht und fällt letzten Endes der Erfolg. Aber bis jetzt hat er da einen guten Riecher gehabt, sitzt im Moment im absolut richtigen Auto, macht einen hervorragenden Job. Dass da hin und wieder mal ein paar Dinge passieren, die eben vielleicht nicht ganz so vorhergesehen sind, ist, glaube ich, auch normal. Das noch nicht mal. Also es kommen ganz einfach Erfahrungen auf einen zu. Ich meine, er ist ja noch mal jung und solche Erfahrungen, die muss man machen. Man kann nur aus schwierigen Situationen seine Lehren ziehen. Das ist mir und vielen anderen genauso gegangen. Und dafür ist er jung genug, dass er das, glaube ich, durchleben darf. Und dadurch lernt er sehr schnell sehr viel. Und
wir werden noch viel Spaß an ihm haben, davon gehe ich aus. Da sitzt er daneben und guckt ganz bescheiden und ein bisschen beschämt, der Sebastian Vettel, aber das ist richtig schön, die beiden da miteinander plauschen zu hören. Gleich das Interview Teil 2 natürlich bei uns. Niki, du kennst beide sehr, sehr gut. Du kennst Michael natürlich ein bisschen länger. Ja, Sebastian ist ja gerade erst 22 Jahre alt geworden. Wenn du sie vergleichst, was sind Gemeinsamkeiten, was sind vielleicht Unterschiede? So, also die ersten Gemeinsamkeiten ist der Start. Ja, also der Michael, wenn man so will, war vom Anfang an gesehen, ja, das beginnt schon in seiner Go-Kart-Zeit, dass das einfach ein anderer Motorsportler ist. Deswegen auch der siebenmalige Weltmeister mit einer unglaublichen Performance, wo er sich jedes Jahr gesteigert hat. Der Sebastian hat einen ähnlichen Start, und was ich dem Sebastian zugute halte, dass er vollkommen alleine versucht, schnell zu lernen. Er ist ein intelligenter Bursch, der Michael natürlich auch, ich möchte da eher nicht ins Fettnäpfchen treten. Intelligenter Bursch, der schnell lernt und natürlich ganz am Anfang von Michael steht. Das heißt, jeder Vergleich hinkt im Moment. Der Vergleich kam erst am Schluss, um zu sehen, ob er jetzt 8-mal oder 7-mal oder 3-mal Weltmeister geworden ist. Aber das hängt natürlich auch mit dem Auto zusammen. Aber vom Talent her sind beide gleich gesegnet vom lieben Gott. Und vom Aufstieg, der Konsequenz, der Brutalität bis zu einem gewissen Grad, sind sie mir beide sehr ähnlich. Okay. Wobei der Sebastian ganz am Anfang ist, der kommt uns ja noch wie ein Kind rüber, weil der Michael ein gestandener Mann ist. Aber nichtsdestotrotz, der ist am richtigen Weg. Ich freue mich auf Teil 2 dieses Interviews. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter hier vom Nürburgring. Die Markierung unter dem Auto von Sebastian Vettel hier in der Red Bull Box. Er ist noch nicht da, wird sich gleich zu seinem Auto begeben und dann einsteigen und sich langsam bereit machen für das Rennen hier am heutigen Sonntag. Wir haben vorhin den ersten Teil dieses interessanten Interviews von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gemeinsam in der Halbzeitpause des Fußballspiels in der Schiedsrichterkabine gesehen. Teil 2 ist nicht weniger interessant. Viel Spaß, Felix Görner war wieder unser Kunst. Ja, ich denke, dass er so bodenständig geblieben ist. Also ich glaube, nach außen kam es oft falsch rüber, aber ich denke, gerade wenn man es jetzt selbst erlebt, kriegt man ein bisschen mit, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ich denke, man muss sich dann irgendwann auf sich selbst konzentrieren und auf das, was einem das Wichtigste ist. Und das sollte doch immer das Fahren sein. Und dann muss man eben, manchmal kann man sich vielleicht nicht jedem recht machen und ruckzuck versteht das der ein oder andere dann falsch und dann wird dann als arrogant abgestempelt, sage ich mal. Aber ansonsten ist es eigentlich neben dem Erfolg, ich glaube, der Erfolg ist dann vielmehr das Resultat, die Art und Weise, wie er den Sport betrieben hat. Also wie gesagt, immer das Ziel vor Augen und manchmal muss man vielleicht ein bisschen was opfern hier und da auf dem Weg, aber ich glaube, er hat nie sein Ziel verloren, auch nicht nach einem Rennen, das er gewonnen hat oder nach einem Titel, den er gewonnen hat, sondern hatte immer den Hunger und wollte stets sich verbessern, hat jedes einzelne, ich denke, so kam es zumindest, so wie ich es gesehen, jedes einzelne Detail versucht zu verbessern und insgesamt war er dann eben um so viel besser als alle anderen, weil die anderen waren vielleicht nicht so schlau, das alles mit in Betracht zu ziehen und letzten Endes mit der Konstanteste und deswegen der Beste. Das Rezept für den Erfolg ist letzten Endes nicht nur eine Zutat. Da gehören sehr, sehr viele Dinge dazu. Und wenn man das Auge für all diese Details hat, schmeckt der Kuchen eben auch besser, den man danach essen möchte. Und ich gehe davon aus, dass die Kartschule, die der Sebastian sehr intensiv durchlebt hat, sehr wichtig für ihn war, dass er da hat sehr viel lernen können, auch genau auf diese vielen kleinen Details geachtet hat und das jetzt mit bis in die Formel 1 mitgenommen hat und dann noch intensiver durchleben kann. Der Fakt ist, dass, was ich sehr angenehm finde beim Sebastian, ist, dass sehr viele Faktoren vorhanden sind, aber eben auch noch diese Jugendlichkeit, diese Unbeschwertheit bei ihm vorhanden ist. Und dann macht es immer wieder Spaß, ihm zuzugucken und ihm die Daumen zu drücken. Es sind, wie angesprochen, mehr die Dinge neben der Rennstrecke vielleicht, weil doch Jahr für Jahr ändern sich die Autos, die Reifen und es ist immer wieder ein bisschen anders. Man muss die Linie als Fahrer immer wieder neu wählen. Ich kann jetzt nicht fragen, okay, am Nürburgring war er das letzte Mal vor 3 Jahren, wie bist du denn die Kurve 8 angefahren als Beispiel, oder? Es ist eine andere Linie, glaube ich. Eben, und dann muss man, glaube ich, das muss man irgendwann selbst rauskriegen und man schaut sich ein bisschen ab und redet darüber, auch mit anderen Fahrern eventuell. Das hilft dann auch, aber das muss man alleine machen.